Hallo, heute bin ich bei RUT, Rat und Tat, eine Initiative für ältere Lesben und auch Lesben, die behindert werden, hier beim Schillerkiez. Hier ist auch Jutta Brambach. Wir haben uns gerade eine Stunde groß unterhalten. RUT sage ich schon. Jutta, Nicht. willst du mal kurz erzählen, was RUT ist? So. Ja. Okay, RUT, Rat und Tat, offene Initiative lesbischer Frauen, gibt es jetzt seit 1989, Sommer 89, hier im Schillerkiez in Neukölln, ein Beratungs- und Kulturzentrum für lesbische Frauen. Wir verstehen uns als inklusives Projekt, also richten uns zum einen an ältere lesbische Frauen, an Lesben mit Behinderung, sind aber für alle Generationen offen. Und das ist auch tatsächlich hier so gelebtes Leben bei uns, dass eben Frauen aller Generationen tatsächlich auch hierher kommen. Das finden wir sehr schön, unterstützen wir auch natürlich und ja, engagieren uns dafür, dass zum Beispiel junge Frauen hier im Besuchsdienst aktiv sind, den wir haben als Projekt noch, den Besuchsdienst Zeit für dich, in dem ältere lesbische Frauen besucht werden und wir mit Hilfe von ehrenamtlichen Frauen uns darum kümmern, dass den Frauen der Kontakt zur Community erhalten bleibt. So, und unser größtes Projekt im Moment aktuell natürlich das Wohnprojekt RUT Frauen, Kultur und Wohnen, in dem wir rund 80 Wohnungen geplant haben jetzt. Die sind alle barrierefrei, sollen auch für sozial schwache Frauen ja einfach viel Raum bieten und Möglichkeiten, selbstbestimmt zu leben im Alter, um das Stichwort schon mal aufzugreifen. Genau, soll ich zu dem Wohnprojekt noch ein bisschen was sagen? Gerne. Ja, also wir wollen dort mit dem RUT reinziehen, weil es für uns eben ganz wichtig ist, uns auch zu vergrößern. Wir haben zum Beispiel nur einen Beratungsraum, haben aber so viel Nachfrage nach psychosozialer Beratung hier, dass wir da dringend einen zweiten Beratungsraum brauchen. Wir brauchen insgesamt ein bisschen mehr Platz, um Veranstaltungen zu machen. Wir haben viel niedrigschwellige Angebote, um Frauen eben zu ermöglichen, hierher zu kommen, andere kennenzulernen, andere Lesben kennenzulernen, miteinander in Kontakt zu kommen und dann eben auch vielleicht hier Beratung in Anspruch zu nehmen oder an angeleiteten Gruppen teilzunehmen und sich hier mit uns zu engagieren und ja, diesen Ort hier mit Leben zu füllen. Und das wollen wir eben gerne in diesem neuen Projekt auch. Wir stellen uns da ein lebendiges Zentrum hier in der Stadt, auch für die Sichtbarkeit von lesbischen Frauen vor. Es wird ein Kiezcafé dort geben, es sollen zwei Pflegewohngemeinschaften geben. Ja, es wird einen Veranstaltungsraum geben. Also ja, es soll einfach ein Zentrum hier in Berlin werden, wo lesbische Frauen tatsächlich auch gemeinsam einen Ort gestalten, ihr Leben dort gestalten, und es ein Symbol für lesbische Sichtbarkeit eben auch ist. Das Stichwort selbstbestimmtes Leben hast du ja eben schon auch erwähnt. Was ist so für dich das Zeichen für selbstbestimmtes Leben oder ist es wichtig, selbstbestimmt leben zu können oder wie zeigt sich das für dich? Ja, das ist ganz viel. Also selbstbestimmt heißt für mich einfach auch, das zu tun, ich mich frei entscheiden kann. Möchte ich in einen Ort gehen, wo ich andere Lesben kennenlerne? Zum Beispiel, dass ich mich im Alter entscheiden kann, lebe ich in einer Senioreneinrichtung, die ich mir selber aussuchen kann, wo ich weiß, dort finde ich auch andere Lesben, auch schwule Männer, wo ich mit meiner Biografie gesehen werde und akzeptiert werde, wo ich würdevoll altern kann. Dass ich einfach mich selber entscheiden kann, wo ich hingehen kann, mit wem ich zusammen sein kann, wo ich was unternehmen kann. Das hat für mich jetzt, wenn ich das hier aufs RUT beziehe, ganz viel mit selbstbestimmtem Leben zu tun. Dass anerkannt wird, akzeptiert wird, ja, was lesbisches Leben alles ausmachen kann. Also was wir vorhin schon mal kurz hatten, ne? Also solche Sachen wie dass es für Frauen diese Gesch oder für viele Frauen diese Geschichte gibt, vom Sorgerechtsentzug bedroht gewesen zu sein, dass da eben auch solche Dinge, die bisher wenig bekannt oder wenig erforscht sind, ja, publik gemacht werden, dass das bekannt ist, dass ich mit all dem auch gesehen werde. Und jetzt neben dem Wohnprojekt, was du jetzt schon eigentlich erzählt hast, wenn du so eine Bitte an die Politik oder an die Gesellschaft, an Berliner Stadt oder an die Grünen hättest, aus politischer Sicht, was ist entscheidend, was man tun sollte, um auch ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen zu können?
Also ich finde es wichtig, dass solche Orte für Lesben, wie das Ruth das jetzt ist, hier erhalten bleiben und gerne auch ausgebaut und vielleicht noch ein, zwei mehr Orte wieder gibt, dass es das einfach ermöglicht wird, dass lesbische Frauen die Chance haben, auch solche Orte aufzusuchen, wo sie unter Lesben sind, wenn sie es denn möchten. So, also dass die Wahlmöglichkeit einfach da ist. Ne? Also sowas wünsche ich mir, dass das unterstützt wird, sowas wie das Wohnprojekt einfach unterstützt wird, dass insgesamt die Sichtbarkeit von lesbischen Frauen stärker unterstützt wird, vielleicht auch stärker darauf geachtet wird, ja, den Wünschen lesbischer Frauen auch Gehör zu schenken, da ganz bewusst eben auch darauf zu achten. Ja, oder wenn ich das Sorgerecht, den Sorgerechtsentzug da nochmal ins Spiel bringen kann, sowas einfach auch aufzunehmen, wahrzunehmen und zu sagen, ja, da sind viele Dinge noch gar nicht erforscht, da ist noch gar nicht drüber gesprochen worden. Für schwule Männer gibt es da schon einiges, sicher auch noch längst nicht alles, aber da gibt es bestimmte Forschung, auch was Pflege anbetrifft, denke ich, ist für lesbische Frauen auch nochmal ein wichtiges Thema. Das Rententhema, also bei vielen Punkten einfach genau zu gucken, wie ist die Situation von Frauen dort, wo sind Lesben eben auch von dieser strukturellen Ungleichheit, die zwischen Männern und Frauen generell besteht, betroffen und welche Auswirkungen hat das dann auch? Ja, dann herzlichen Dank. Danke auch, dass wir euch besuchen durften. Und wir gehen weiter auf Tour. Bis dann. Tschüss.